Hallo Freunde des guten Geschmacks und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren neuen Let's Player hier bei uns auf dem Kanal, den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wie ihr es euch in den Abstimmungen gewünscht habt, spielen wir Aircraft Carrier Survival. Wir werden uns das Spiel mal angucken, der ganzen Geschichte mal auf den Zahn fühlen, würde ich sagen. Aber vorab, was ist das überhaupt? Okay, ihr seid Kommandant eines Flugzeugträgers in dem Pazifikkrieg gegen Japan und mal schauen. Also ich habe vorhin so ein kleines bisschen das Tutorial gespielt. Ich habe nicht viel verstanden, also werden wir uns ja jetzt quasi blindwegs reinschmeißen. Viel lesen, viel überlegen und hoffen, dass wir überleben. Aber das wird schon. Okay, das Spiel ist am 20. April 2022 erschienen. Und der Entwickler ist Gambit Game Studios und der Publisher Creative Forge Games. So, okay, jetzt haben wir genug gesnackt. Gucken wir mal rein in die Kiste. So, und da sind wir auch schon im Hauptmenü. Mittendrin statt nur dabei. Wundert euch nicht über die Kameraposition von der Facecam, die ist da unten in der Ecke. Das ist die beste Position, weil, wie gesagt, ich habe schon mit Tutorial reingeguckt und wir würden sonst alles andere irgendwie verdecken, was für uns wichtig wäre. Und deswegen, da sind wir genau richtig. So, wir starten mal ein neues Spiel. Kampagne, wir starten leicht. Seid mir nicht böse, leicht ist gut. Okay, weglassen, wegfallen, weg. Tutorial brauchen wir nicht. Wir sind Profis, wir haben da schon mal reingeguckt, das wird schon schief gehen. Okay. Schauen wir mal, ob das jetzt gut geht hier. Als erstes erstellen wir uns erstmal unseren Captain. Natürlich, ganz klar. Name, brauchen wir nicht mehr reden. Midway. Okay. Verteidigungs. Das ist da. Okay, das sind so Fähigkeiten, die ich habe. Geleitschuss deines. Okay. Mannschaftsmitglied. Scheine. Ich denke mal, Verteidigungsformation ist in der Hinsicht das beste Verteidigung. Okay, Stimme. Hard work is what keeps the ship moving. Hard work is what keeps the ship. Wir bleiben bei der Stimme. Okay, Gesicht. Ach du, was ist mit dem los? Ach du Scheiße. Haben sie doch verprügelt als Kind, oder? Okay. Haare zur Seite gekämmt, braun. Da gibt es auch eine Mütze. Mütze. Okay. Ah, guck mal hier. So eine blaue. Und dann will ich die Uniform gleich mal. Erstmal Accessoires. Accessoires. Hier nehmen. Augenschmuck. Hier. Tigerbrille. Sieht immer gut aus. Dann, Zigarette. Kleidung. Sehe nicht irgendwas. Ach du Scheiß. Ein Färbefehler. Kehrt aus. Ist nicht dumm. Grau, grau. Okay, nein. Nein. Wie siehst du aus, Alter? Ja, guck mal, das hat doch was. Ich sehe zwar aus wie ein Pilot und nicht wie Captain, aber das lassen wir so. Das lassen wir so. Okay, dann weiter. Mal schauen, was uns da jetzt erwartet im Hafen. Wie gesagt, ein bisschen eingestoppt, da habe ich schon so in etwa, weiß ich schon, was jetzt kommt. Wir werden jetzt quasi im Hafen unsere Flotte zusammenstellen. Dann mal schauen, wie das weitergeht. Boah, kann wohl nicht sein. Hat mein Luke auf die Kamera verschoben. Schon ein bisschen zentraler, ein bisschen besser. Ja. Witsche war vorhin hier unten. Da hat er hier rumgefummelt, die Sau. Aber vorab, ich muss mal ein bisschen dampfen. Ladesegmente immer zum Dampfen. Auf Handy, das machen wir nochmal lautlos. TikTok. Dann geht's los. Okay, wir können jetzt quasi hier das Schiff komplett zusammenstellen. Wir können das erweitern mit der Mannschaft, den Flugzeugen, alles drum und dran.
Ich würde sagen, wir nehmen noch mal einen Offizier dazu. Dann werden wir mal gucken. Ein Offizier. Ja, und zwar. Was kann der denn? Mann, okay, ist jetzt nicht so gut. Erfahrener Offizier dient an einem Flugzeugträger. Okay. Gläubiger Christian. Mann. Ja, ist meist. Dann nehmen wir den mal mit am Quatsch. Ja? Gucken, ob der uns weiterbringt. Mal gucken wir nochmal bei der Matrone. Eine Mannschaft. Die könnten wir jetzt noch mal erhöhen. Das werden wir jetzt auch noch mal machen. Und zwar um 2. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier mal ein paar Neulinge kriegen. Okay. Okay. Er bekommt die Einsatzerfahrung halt erst, wenn er dann quasi bestimmten Tätigkeiten des Schiffs eingesetzt wurde. Passt. Okay, wir haben dann quasi nicht mehr Flugzeuge. Könnten wir jetzt rein theoretisch gesehen Jagdflugzeuge dazu nehmen? Aber wir sind voll ausgestattet. Leider, wir können den Flugzeug statten. Ah, wir hätten hier Verteidigung verbinden. Unsere Kapazität. Wir können unser Schiff umnennen. Natürlich nennen wir das SS Junkie. Gleitschutz. Das passt alles so. Wir haben einen Mini-Gleitschutz, ein Flugzeug, ein U-Boot, meine ich. Ein, Sorgenschiff. Okay. Das sieht alles so. Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch und mal gucken, was uns jetzt erwartet. Wir gehen. So, jetzt kommt bestimmt so ein kleines Intro wie in der Mission. Mal schauen, was wir jetzt vorhaben. Was ist los? Komm schon. Lade den ganzen. Laden da, laden dort, laden. Hauptsache geladen. Kein Akku. Ah. Okay. Schauen wir mal. Was ist jetzt hier? Mensch des Kinders. Gefühl, dass mein Stuhl ein bisschen abgesackt ist. Passt. Kam mir gerade so vor. Ist aber nicht so. Okay. Was ist jetzt? Ah, denn. Echt gespannt hier. Wake Island has just been attacked by the Japanese Navy Admiral. There is a White House official on the island, visiting our base there. We cannot get to him while the island is under fire, so we need to find the exact location of the enemy carrier attacking the base. And destroy it. Once that has been dealt with, we will have a short space of time within which to carry out the rescue. You must launch a rescue mission to the base, where our men will take the VIP on board for a safe return to our carrier. Okay, also wir haben da, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf der Insel wurde angegriffen von den Japanern und da ist ein VIP aus dem Weißen Haus, den müssen wir retten. Aber vorab müssen wir die Flugzeugträgerflotte von den Japsen zerstören. Also, das machen wir doch. Okay. Das ist also hier mein Pott. Gerade nicht viel los. Wir werden jetzt erstmal nein, ich möchte eine Aufklärungspartie schicken. Dafür brauchen wir erstmal 2 Jagdflugzeuge. 2 Geschwader. Holen wir erstmal an Bord. Kommen jetzt da unten raus. Ja? Dann schauen wir gleich mal. So sieht es in meinem Flugzeug aus. Okay, feindlicher Aufklärer wurde gesichtet. Das ist scheiße. Es fehlt Flugzeug. Weg. Kampfluftpatrouille. Hier noch. Angriff. Ja, cool. Issue a fighter squadron on the deck.
Okay. Wir müssten jetzt rein theoretisch erstmal eine Kampfpatrouille losschicken. Die verteidigen nämlich jetzt unser... Verteidigen jetzt erstmal unser Gebiet hier, anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier ist auch schon ordentlich was los. Wir werden jetzt gleich abheben, die Kollegen, und dann werden sie hier diese bösartigen Aufklärer erstmal vom Himmel holen. Weil wir wollen ja nicht zu viel verraten, was wir so machen und was wir können. So, okay, dann werden wir schon mal vorbereiten. Eine Erkundung. So, dann werden wir eine Erkundung erstmal vorbereiten. Okay, meine Sturmgruppe steht still. Ja, ich muss ja auch noch. Ist ja auch noch Kurs anlegen. Hast du nicht alles? Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin. Weil da weiß ich, da ist der Feind. Da fahren wir erstmal hin. Also, und dann Maschinen. Langsame Fahrt voraus. Alle mir nach, Männer, da fahren wir hin. Ihr kümmert euch jetzt erstmal um die Kollegen, die hier rumschwören. Und dann werden wir erstmal eine Erkundung machen. Die Mission erlaubt vollständige Integration zu feindlicher Flotte. Vorbereiten. So. Erkunden wir mal so ein bisschen hier. Kommst du hierhin wieder zurück, dass wir dich dann aufnehmen können. Den Bereich. Machen wir das. Halt. Nee, das ist ein bisschen weit weg. Zack. Zack. Machen wir das. Bestätigen. Vorbereiten. Ah, scheiße. Was mache ich denn das? So. Bestätigen. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Und zwar Erkundung. Erkundung. Wenn wir den jetzt erstmal vorbereiten, können wir zwei Flugzeuge rausholen. Oder drei oder vier. Aus unserem Lager hier unten. Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen Torpedo. Hier, Tauchbomber. So, haben wir. Wir gleich noch einen dritten raus. Die Identifikation bereiten. Zack. Und dann auch gleich wieder zurück. Bestätigen. Den machen wir auch noch raus. Dann läuft das doch schon mal hier ganz gut soweit, ne? So, aber irgendwie, weiß auch nicht, wollt ihr die abschießen hier? Kann ich die nicht abschießen? Issue a dive bomber squadron on the deck. Abfang der Aufklärung. Aha, da haben wir sie doch. Das sind zwei MG-Dinger, aber die sind schon im Gang. Nein, da müssen wir welche draufschicken hier. Abfang der Aufklärung. Zeig zwei Jagdflugzeuge draus. Beschleunigen wir das mal schnell ein bisschen. Dass hier mal ein bisschen flotter geht. Dass wir die Aufklärung mal abfangen können. Okay. Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Aber wir können die schon losschicken. Ah, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Okay. Schade. Okay, dann werden wir jetzt erstmal erkunden. Und zwar... Wir hatten ja die Aufklärung. Schicken wir jetzt als erstes los. Abschärfen. Dann schicken wir danach los. Erstmal alle wegkommen. Mal das Deck jetzt hier freiräumen. Wenn wir wohl ein paar Flugzeuge haben, wir können hier einiges erreichen. Beschleunigen wir das mal.
auf dem Weg. Dann Erkundung und Abfahrt. So, und dann das nächste gleich hier. Es wurde ein neuer Feind gefunden. Dann gucken wir doch mal, was da jetzt los ist. Da haben wir sie doch schon. Da haben wir sie schon. Unsere sind jetzt auf dem Weg und erkunden erstmal, was da los ist. Dann werden wir gleich schon mal gucken, dass wir ein Kampfgeschwader fertig machen. Also bis jetzt ist es ganz leicht aufregend. Es spielt sich zwar alles hier auf dem Flugzeugträger ab, aber mal schauen. So. Und einmal den nächsten losschicken. Start Engine. Zielidentifikation. So, dann warten wir jetzt erstmal, was passiert. Dass wir die alle weg haben. Dann fahren wir mal auf den Träger hier drauf zu, auf den Verband. Machen wir sowieso schon, das passt ganz gut. Mal gucken, was die drauf haben. So, dann. Was macht denn jetzt hier meine Flotte? Gleitschutz. Okay. Verwenden Sie Mission KP, um Fette der Verteidigung deines Gleitschutz Verwendung der Staffel zum Hangar zu. Was du? Keine Ahnung. Aber es ist anscheinend wichtig. Okay, unsere Maschinen sind jetzt auf dem Weg dahin. Schade, dass er die hier auf der Minimap nicht anzeigt. Wäre ganz cool gewesen. Macht er aber wohl nicht. Dann zeigt er uns auch schon... Oh, die sehen uns gleich. Angriffsbereich haben wir auch schon. Da haben wir schon die ersten Aufgaben. Sehr gut. Bestätigen. Admiral. Section below deck is malfunctioned. Ist von Beschädigung einer Sektion gemeldet. Was ist hier los? Okay, da müssen wir es wohl eigentlich hinschicken, kann das sein? Wo sind denn die, die so tun, als ob sie was tun? Und zwar. Der Gleitschutz, leichter Kreuz auf Flugzeug. Schein. Und zwar. Reparieren. Genau so machen wir das. Reparier das mal. Das sieht schon mal gut aus. Zack, der kann fliegen. Dann. Der wird das jetzt reparieren. Das ist schon mal nicht verkehrt. Jetzt weiter. Okay. Jetzt sind die ja noch im Gange. Das läuft noch. Ihr Forschung. Das ist verfügbar. Die haben wir fertig. Rein theoretisch gesehen müssten wir das Schiff jetzt umbauen auf Landung. Dass die nächsten Pötte hier wieder landen können. Weil die ihre Mission abgeschlossen haben. Wir haben, glaube ich, nicht genug Fluggeschwader, um jetzt einen Luftangriff zu starten gegen den Feind. Das jetzt war hier. Hier war das. Ne, dann war es der erste. Ah, ne, hier war das. Und zwar müssen wir jetzt umbauen auf Landung. Das dauert noch ein bisschen. Das sind zwei. Okay, wir könnten natürlich auch umbauen auf Starten. Werden wir jetzt erstmal eine Kampfpatrouille schicken. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir die angreifen können. Sind ja schon... Ach du Kacke, die stehen ja quasi schon fast vor uns. Okay, dann werden wir jetzt mal schnell zusehen. Dass wir die jetzt erstmal da den Arsch versohlen. Und zwar... Okay. Wir müssen ja jetzt mal einen rüberschicken. Was kannst du? Abpumpen. Wartung? Du, jo? On the double. Time to work. Nein, du sitzt noch. Awaiting orders. Dahin und gehst wieder dahin. Reparatur der Bomber ist vielleicht nicht verkehrt. So, jetzt
Okay. Luftangriff vorbereiten. Luftangriff. Bereiten wir den mal vor. Und zwar greifen wir den jetzt mal an. Also, wir werden... Manöver 125. Das sieht schon mal gut aus. Nee, nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung von den Karten. Ich packe mal ein, was cool sein könnte. Wir müssen auf jeden Fall Angriff einschmeißen, jede Menge. Weil wir wollen ja was versenken. Schon mal gut. 21. 3. Karte noch, da packen hier einen von. 3, 3. Kriege ich da keine Jäger zu? Gegen Abwehr und so. Oh, hier. Okay, so viel haben wir gar nicht entdeckt. Das haben wir alles am Start. Dann werden wir doch die Flotte da mal so machen. Okay, und dann hier kopiert zurück. Bestätigen. Okay, dann wird es jetzt los. Jetzt geht das scharf, Leute. Luftangriff vorbereiten. Luftangriff vorbereiten. Und zwar, da müssen wir wieder hier drauf. Dann mal gucken. Luftangriff. Einmal Jäger, zweimal Bomber, dreimal Torpedo. Oh. Einmal Jäger. Zweimal Bomber. Und dreimal Torpedo. Okay. Zu wenig Mannschaft in der Luftabteilung. Gehen wir da nochmal schnell hin. Okay, Luftabteilung ist höchstwahrscheinlich die. Da muss ich da jetzt über meine Karte irgendwas machen. Oh, Mannschaft, wo ist meine, Mannschaft. Medizinische Navigation, Luftabteilung. Okay, gehst da jetzt mal rüber, damit wir hier noch ein Flugzeug reinhauen können. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Dann müsste das jetzt doch jetzt eigentlich, wenn der gleich da ist, passen. Nicht so lange brauchen, um da hinzugehen. Und da? Mein Gott, brauchst du lange. Wo ist der Kahn gar nicht? Mann. Oh, ey. Leute. Jetzt ist er da. Okay, jetzt ist er da und das haben wir jetzt gesagt. Einmal Jäger, Tauchbomber, Tauchbomber. Da brauchen wir noch so ein Torpedoteil. Torpedoflugzeug. Zack, buff. Vorbereiten. Alles vorbereiten. Dann würde ich sagen, meine Freunde, da wir jetzt schon ein bisschen im Gange sind, wir gucken uns die ganzen Angriffe in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Haut mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kameraden.